Fortpflanzung hier. Alles Fortpflanzung. Zum Ernten bereit machen. Zum Ernten bereit gemacht. Und das erste Getreide gibt's. Ach ja, wir haben hier noch mehr. Ich wollte auch noch mal kurz hier ein Fäcklein setzen. Hier auch. Ich wollte es so ein bisschen erleuchtet haben. Erleuchte mir den Weg. So, wir machen das jetzt tatsächlich jetzt richtig groß hier, das Feld. Oh, so eine Fortpflanze hattet ihr wahrscheinlich auch noch nicht, ne? So. Alles fertig gewachsen, nächster. Jetzt haben wir hier schon 20 Seeds. Ach du Scheiße, Monkey Island Musik. So. So, hier unten haben wir noch was. Und die nächsten. So, einmal die Reihe. Einmal die nächste. Und vier Stück kommen hier hin. Scheiße, wir haben keinen. Ah, egal. Das wächst jetzt alles vor sich hin. Und das Ei? Vielleicht haben wir ja Glück. Und aus diesem Ei kann ich dann nicht auf den Zaun nähen. Nein, Mann. Entspringt ein Huhn. Leider noch nicht. So kann diese Affengeräusche mal weg. Macht mich ja irre. So. Backe Brot, backe Brot, backe Brot. Und ab jetzt geht es uns essenstechnisch richtig gut. Das kann ich euch sagen. So, nur beleuchtungstechnisch nicht ganz. Wir müssen hier nochmal so ein bisschen ausleuchten. Kann ja auch nicht angehen, dass hier tausende Monster spawnen. So. Hier unten ist alles beleuchtet, oben. Gut, das sollte reichen. Sollte reichen. So. Yeeha! So. Oh Mann. Passte gerade so gut. Yeha! So, sonstiges Zeugs hier rein. Samen und Weizen hier. Samen, Zuckerrohr, Weizen kommt hier rein. Brot können wir gebrauchen, können wir aber auch erstmal zum Fressen reintun. Das hier können wir braten. Und ja, die Axt brauchen wir gleich nochmal. Wir müssen nämlich gleich nochmal die nächsten Bäume wegfällen. Dauert ein klein bisschen, bis das hier fertig gebraten hat. So, der letzte. Und dann haben wir es ja auch. Haben wir es. Juhu! Rumsteg für alle, für Valentin. Tja, gut, warum nehme ich das jetzt mit? Ja, können wir eigentlich, möchte ich eigentlich nicht mitnehmen, wir brauchen keinen Hunger, wir brauchen das nicht, so. Der
dunkle Wald. Oh. Der dunkle Wald. Er greift an. Jetzt fehlt nur noch Black Saturday. Weil ich am Samstag aufnehme. Ja, no, Black Saturday. Warte mal, wie ging das noch? Warte mal. Black Saturday. Ja, gut, ich wollte gar nicht singen. Es ist wie Forest Folge 93. Fast wie. Ich singe hier auch mal Schwarzer Samstag. Ja? Gleich kommt die GEMA. GEMA. Ja. In- oder urheberrechtlich geschützt. Inhalte von Drittanbieter gefunden. Könnt ihr jetzt auf iTunes kaufen. Ja, das damals mit The Forest, das wusste ich wieder sagen. Das ist nicht irgendwie der. Ich wusste nicht, dass es einschlägt wie eine Bombe bei euch. Ganz ehrlich. Das war schon mal. Also da fange ich einmal an, einfach in der Folge zu singen. Aber mal so diese 80er Jahre Musik, weil die einfach so krass war. Also bei The Forest war die schon echt krass. Und ich würde das Spiel gerne wieder aufnehmen. Nur nicht mit dieser Quali, nicht mit dieser Grafik, nicht mit. Gut, an der Stimme könnte ich was ändern, weil. Jetzt neues Mikro, ne? Das The Forest habe ich auch mit einem alten Mikro aufgenommen, die ersten Folgen. Ich glaube, die ersten 60 Folgen oder so habe ich bei The Forest mit einem Laptop-Mikro einfach aufgenommen. Ne? Und ja, dementsprechend hörte sich das dann auch so seltsam, krickelig, komisch an. Das ist natürlich klar. Aber als ich, also das war schon, aber es passte sogar, ne? Ich mag Folge 93 bis jetzt. Ich mag sie einfach. Ja. So, Sündenaufgang. So, Holz. Wir brauchen jetzt mal hier, das kommt zum Holz. Was nehmen wir jetzt hier aus dem Werkzeug? Genau, eine Axt, eine unberührte Axt. Unberührt. Schmeckt am besten. Was? Ich habe nichts gesagt. Hört sich falsch an. So. Den Baum zernageln wir als nächstes. Hier. Guck mal, alles was Holz ist, muss weg. Alles was Holz ist, muss weg. Verstehst du das, Baum? Also husch, husch. Hier ist Greenpeace jetzt. Hier werden Autobahnen hingebaut. Und keine dämlichen Bäume oder sowas wie Bäume, ey, Grünzeug. Ey, wer tut Grünzeug bitte schon ins Essen? Da oben ist noch. Alter, da habe ich vergessen. Fuck. Wie konnte ich da zur Hälfte vergessen? Das ist rumgefuschte Arbeit. Greenpeace will ordentliche, saubere Arbeit haben, will das Grün jetzt weggeräumt haben. Na? Nicht, dass hier alle stehen bleiben. Hier, guck mal. Das Grün ist hier gleich weg. Das Grün ist hier gleich weg. Das ist gleich weg. Gleich vom Eimer. Das Braun hier auch. Wer hat denn bitte schön hier Kackbraun im Wald? Also ein Wald, was ist das eigentlich? Ein Wald für Kinder oder was? Aber nicht für Greenpeace. Na? So, ich laber wieder Scheiße, Rumgesülze. Aber es verschwindet jetzt hier alles, hoffe ich doch. Und das hier, also ganz ehrlich, wer will das hier noch sehen? Hier soll Gras drauf wachsen. Die Last soll erhoben sein. Naja, ist sie auch eigentlich, ne? So. Okay. Warte mal.
So. Und wer sich wahrscheinlich fragt, wie lange wird dieses Let's Play von Minecraft gehen, dem kann ich nur sagen, es wird sehr lange dauern. Wir werden ungefähr, will mal schätzen, ein paar Jahre sogar dran sitzen. Wir haben jetzt schon die ersten 100 Folgen geschafft und darauf bin ich auch sehr stolz und es ist auch alles, ne? Es ging auch alles sehr schnell im Gegensatz zum The Forest Let's Play, wo es sogar einige Pausen sogar zwischendurch gab, wo ich 100 Folgen erst, ich glaube, in 3 Monaten oder 4 Monaten geschafft habe. Ne? Mann, meine Stimme ist ein bisschen weg, tut mir leid. Deshalb kann ich auch nicht so ausgiebig sprechen über irgendwas. Und ja. Ja, also The Forest war echt ein Projekt, das habe ich geliebt, tatsächlich. Ich liebe The Forest. Ich war, aber ganz ehrlich, von der Qualität her, von den Bugs her, ist das alles bisschen komisch, ne? Bisschen komisch, nur ein bisschen. So. Keine Axt schon wieder. Sag mal, warum haben wir eigentlich keine Äxte? Wir machen jetzt aber mal richtige Äxte aus Eisen, ne? Aus stabilen und robusten Metall und dann haben wir es ja. Dann wird sie uns nicht so schnell hier davon schleichen. Hier, so. Das werde ich rausholen. Also, das hört sich falsch an. Ihr wisst ja. Ne? So, haben wir jetzt noch Holz über. Hier, 4 Stück. Wird doch nicht reichen. Und die nächsten 32 Stück. So. Das wird reichen. So. Erstmal hier. Schön ein paar Äxte. War ganz ehrlich. Diese Äxte, die müssen Wald fällen. Und das werden sie jetzt. Dafür gebe ich auch 45 Eisen her. Ich weiß, Eisen ist kostbar, aber wir finden das ja in jeder Nische. Oh, von daher, also wir können es. Ne, wir brauchen es. Wir brauchen es zwar, aber brauchen es jetzt. Also wir haben so viel Eisen, wir können es das jetzt leisten. Aber mal hier 45 Eisen zu verballern, nur in einige kleinere Äxte, ja. Ich glaube, wir haben da schon so über. Ja, wir haben da schon auf jeden Fall eine Reihe. Oh mein Gott, eine ganze Reihe Äxte. Mal sehen, wie lange die hält. Ich bin so gespannt. Mal sehen, wie viel Holz wir am Ende draußen haben. So. Haben wir oben noch was vergessen? Nee. Dann kommt das Zeug hier auch ab. Und der Apple kommt hier mit. Und die Musik macht Spaß. Die bringt die Folge gleich mal wieder einen Ruck. Freundlichkeit hinüber und rüber und bringt auch ein bisschen Freude für den Let's Player an sich. Ja, ich habe übrigens gehört, der Vertrag von Ungespielt. Wir haben das Thema mal in Sophos Let's Play angesprochen, dass Unge mit dem Vertrag von Mediagraph nicht zufrieden war und dass er den kündigt hat. Und jetzt hat er Ungespielt wieder zum Leben erwacht, habe ich gesehen. Ich habe den ja immer noch abonniert, den seit 8 Monaten, ne? Oh, ist nichts passiert. Hier würde ich gerne einziehen. So, what? Hier, komm. Und ich habe jetzt gehört, dass die ersten Videos sind wieder draußen und ich habe mir erst ein Video angeschaut und muss sagen, mir gefällt das wieder. Also der ist aus diesem Vertrag jetzt also wieder raus. Er hatte ja Probleme mit dem Netzwerk Mediakraft, was er auch nicht ansprechen wollte weiter. Er hat es ja verkündet und jeder weiß es ja auch, ne, selber. Und er hat tatsächlich Ungespielt wieder zum Leben erwacht, weil der Vertrag jetzt ausgelaufen ist. Das heißt, er ist jetzt bei, ich weiß nicht, bei welchem Netzwerk er ist. Ich glaube, der macht kein Netzwerk mehr. Er hat kein Netzwerk mehr. Er hat da schlechte Erfahrungen gemacht und deshalb macht das jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er Netzwerk jetzt generell schlecht hält. Ich glaube ich nicht, aber Das glaube ich nicht, aber er hat wahrscheinlich jetzt andere Pläne und er hat sie jetzt auch durchgesetzt mit seiner App da und so und die ihn da. Ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert. Weiß ich nicht ganz, aber auf jeden Fall hat er auch wieder einen Supporter oder wie man das nennt. Ne?
und der sponsert ihn scheinbar bei einigen finanziellen Projekten. Das finde ich gut, was er macht. Es war aber auch eine richtige Entscheidung, aus Mediakraft rauszutreten, diesen Mut zu haben und es einfach zu veröffentlichen. Das ist schon was. Das Video, wo er alles erklärte, wurde ja auf dem Kanal Ungefilmt ja wohl schon wieder gelöscht, ne? Das hat Mediakraft wohl nicht ganz gefallen und das hat Mediakraft jetzt von der Plattform runtergenommen. Tja. Aber tausende Leute wissen es, tausende Leute werden es weiter sagen. Mr. Trashpack kümmert sich auch um die News, also. Kennt einer von euch Mr. Trashpack? Ja, ne? Bestimmt. Hundertprozentig.